Der Film startet also mit Alice, 40 Jahre alt und schon seit über 10 Jahren am Schreibtisch eines großen Verlags festgeklebt. Und als ob das nicht schon genug wäre. Alleinerziehend, weil ihr Mann vor ein paar Jahren das Weite gesucht hat. Naja, gestorben. Sie schleppt sich jeden Tag gestresst zur Arbeit, als wäre sie auf der Flucht vor ihrem Leben. Bei Firmen-Events oder Einladungen ihrer Freunde? Fehlanzeige. Alice ist immer die, die nicht kommt. Ihre Absagequote ist so hoch, dass die Leute anfangen, sie für die menschliche Version einer automatischen Absage-E-Mail zu halten. Die Gerüchteküche brodelt natürlich. Die ist unfreundlich. Die meidet uns absichtlich. Als wäre Alice nachts durch die Straßen schleichend unterwegs, um soziale Interaktionen zu sabotieren. Eines Tages taucht ihr Chef bei ihr auf. Natürlich nicht, um sie zu loben. Der Typ hat offensichtlich sein Psychologiediplom im Wochenendkurs gemacht und stellt fest, du wirkst nie glücklich. Sherlock Holmes wäre neidisch. Also, Überraschung. Werd geselliger oder such dir einen neuen Job. Der Klassiker. Alice, ganz Profi im Verdrängen, versucht zu erklären, dass sie sich in ihrem Alter einfach schwer tut, sich an diese glitzernde Firmenwelt anzupassen. Der gibt ihr tatsächlich den Tipp, sich mal jemanden zu suchen, um ihr Leben aufzupeppen. Also, Alice landet geschäftlich in Brasilien. Wobei, landet hier etwas übertrieben ist, denn der Spaß beginnt ja schon im Flugzeug. Kaum hat sie ihren Sitzplatz gefunden, taucht ein 19-jähriger Typ namens Baltimore auf. Klingt wie eine schlechte Superhelden-Comic-Figur und quetscht sich neben sie. Der Kerl ist total hyped, weil er nach Brasilien zum Studieren geht und findet Alice auch noch attraktiv. Er findet die 40-jährige Businessfrau heiß. Wahrscheinlich hat er noch nicht mal seinen ersten richtigen Bartwuchs, aber klar. Warum nicht gleich mal mit der gestressten Business-Lady im Flieger flirten? Während Baltimore also anfängt, Alice anhimmelnd zu belagern, denkt sie sich nur, warum guckt dieser Teenie mich an, als hätte ich einen Regenbogen auf der Stirn? Nerv-Level über 9000. Doch bevor sie ihn mit ihrem genervten Blick versteinern kann, gerät das Flugzeug in Turbulenzen und plötzlich sieht Alice nicht mehr so tough aus. Sie greift in reinstem Panikmodus nach der Hand von Mini Casanova. Und was macht er? Hält natürlich brav ihre Hand fest. Als wäre er der junge Ryan Gosling in »Wie rette ich die hübsche Dame im Flugzeug?« Endlich in Brasilien gelandet, denkt sich Alice nur eins. Nichts wie weg hier! Sie flüchtet aus dem Flugzeug, als ob sie vor einer Horde Zombies davonläuft. Dabei lässt sie völlig vergessen, ihren USB-Stick auf dem Sitz liegen. Tja, und wer ist der Retter in der Not? Natürlich Baltimore. Der entdeckt den USB-Stick, rennt ihr heldenhaft nach, aber Alice ist schon weg, vermutlich in der nächstbesten Taxifahrt Richtung »Lasst mich in Ruhe!« Er hält den USB-Stick wie einen Schatz in der Hand und denkt sich, na super, aber hey, vielleicht ruft sie mich an. Ich habe ihr ja meine Nummer gegeben. Der arme Junge hat echt Hoffnung. Mal sehen, wie lange die noch hält. Ein paar Tage später bemerkt Alice, dass ihr geliebter USB-Stick, aka ihr ganzes Arbeitsleben auf einem kleinen Speicherstick, weg ist. Panikstufe rot. Sie fängt an, alles zu durchforsten und irgendwann dämmert es ihr. Die Erinnerung an Baltimore kommt hoch und obwohl sie sich vermutlich geschworen hatte, diesen Teenie nie wieder zu kontaktieren, zückt sie das Telefon und wählt seine Nummer. Der Typ geht ran. Total happy, als hätte er gerade einen Hauptgewinn gezogen. Und was sagt er? Hey, ich hab deinen Stick. Ach ja, bin gerade auf einer Party. Kannst ihn da abholen? Klar, weil das der perfekte Ort ist, um sensible Arbeitsdaten zu übergeben. Ohne groß nachzudenken, macht Alice sich auf den Weg zur Party. Logisch, was kann da schon schiefgehen? Es ist mitten in der Nacht und sie geht auf eine Studentenparty. Der perfekte Ort für eine 40-Jährige, die eigentlich ihr Leben im Griff haben sollte. Als sie ankommt, passiert das, was man erwarten könnte. Einige ihrer jüngeren Kollegen sind auch da und die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten. Die datet doch nicht wirklich diesen halben Erwachsenen. Gelächter, Flüstereien und natürlich die unvermeidlichen Handyfotos aus der Ferne, weil ein bisschen Mobbing nach Feierabend ja nie schaden kann. Alice, total unbeeindruckt von der Lage oder einfach noch nicht ganz in der Realität angekommen, stiefelt rein und fragt direkt nach ihrem USB-Stick. Baltimore, unser Partykönig, lässt sich davon nicht beeindrucken und versucht, sie zu überreden, sich locker zu machen, was zu trinken und einfach die Party zu genießen. Klar, weil das genau das ist, was Alice jetzt braucht. Ein billiger Drink und noch mehr peinliche Situation. Nach mehreren verzweifelten Nachfragen von Alice gibt er schließlich zu, dass er den Stick gar nicht dabei hat. Der ist natürlich bei ihm zu Hause. Mit einem Augenzwinkern schlägt er vor, zusammen zu ihm zu fahren. Alice, die vermutlich gerade auf Autopilot läuft, stimmt zu und steigt tatsächlich auf Baltimores Motorrad, weil das ja völlig vernünftig ist. Während die beiden abfahren, schauen ihre Kollegen zu wie eine Horde Paparazzi und schmieden fleißig Pläne für den nächsten Klatsch auf der Arbeit. Das wird eine lustige Kaffeepause. Zumindest für alle anderen.
endlich bei Baltimores Haus angekommen, schnappt sich Alice ihren heiß begehrten USB-Stick, als wäre es der letzte Snack im Büro, und will sofort das Weite suchen. Doch unser junger Romeo ist überglücklich, dass sie tatsächlich aufgetaucht ist. Bevor sie sich aus dem Staub machen kann, haut er noch raus: "Du kannst mich jederzeit besuchen!" Klar, weil jede gestresste 40-Jährige träumt davon, in einer Studentenbude abzuhängen. Am nächsten Tag bei der Arbeit geht's dann richtig ab. Die Kollegen haben nichts Besseres zu tun, als Gerüchte zu verbreiten, dass Alice die Nacht mit irgendwem verbracht hätte. Und als wäre das noch nicht genug, scheint selbst ihr Chef insgeheim begeistert zu sein. Klar, weil das genau die Art von soziale Interaktion ist, die er ihr empfohlen hat. Alice, beste Kollegin, setzt dem Ganzen die Krone auf und gibt ihr den tollen Tipp, sich doch einfach weiter mit Baltimore zu treffen. Nach einigem Hin und Her beschließt Alice tatsächlich, Baltimore an seiner Uni zu besuchen. Die Studenten dort sind völlig baff, als sie ihn mit dieser attraktiven älteren Frau sehen. Wahrscheinlich denken sie, Baltimore hätte im Lotto gewonnen oder eine Dating-App für Zeitreisen entdeckt. Am Abend nimmt Alice ihn dann zu einer Firmenfeier mit. Spoiler, das geht ungefähr so gut aus, wie man erwarten würde. Baltimore benimmt sich wie ein überdrehter Teenager auf einem Kindergeburtstag, was Alice in den Boden versinken lässt. Sie hat ihn nicht mitgenommen, weil sie echte Gefühle für ihn hat, sondern nur, um sich ein bisschen jünger und interessanter zu fühlen. Baltimore dagegen verfällt ihr mit jedem Treffen mehr. Der Typ hat's wirklich erwischt. Später finden sich die beiden auf einem Dach wieder. Romantisch, könnte man denken, wenn man das peinliche Firmendrama ausblendet. Sie führen ein tiefes Gespräch und Alice merkt plötzlich, dass Baltimore eigentlich schlauer ist, als sie ihm zugetraut hat. Während sie da so sitzen und reden, kommt plötzlich ein Kurier vorbei, weil das ja genau der Ort für Lieferungen ist, und bietet Alice eine Zigarette an. Und was macht sie? Klar, sie nimmt die Kippe und fängt an zu rauchen, als wäre das das Normalste der Welt. Am Ende des Abends bringt Baltimore sie nach Hause, und während er zurück in seine Studentenwelt fährt, setzt sich Alice an den Tisch mit ihrer Familie, isst noch was und geht dann ins Bett. Alice beschließt also, Baltimore zu einer Modenschau mitzunehmen. Klar, weil das die perfekte Idee ist, wenn man seinen jugendlichen Freund der Modewelt vorstellen will. Und was passiert? Eines der Models legt einen klassischen Catwalk-Stunt hin und fällt hin, als ob sie gerade versucht hat, auf Bananenschalen zu laufen. Bevor Alice auch nur mit den Augen rollen kann, springt Baltimore auf wie ein Ritter in glänzender Rüstung und hilft dem Model auf die Beine. Zack, Kameras drauf. Alle Augen auf ihn. Die Veranstalter sind schwer beeindruckt. Schließlich ist Ritterlichkeit heutzutage rar und loben Alice in den höchsten Tönen für ihren tollen Freund. Alice kann sich das Lachen nur schwer verkneifen, denn Baltimore hat in diesem Moment mehr Aufmerksamkeit bekommen als die gesamte Modenschau. Aber der Abend geht noch weiter, denn nach der ganzen Aufregung landen Alice und Baltimore bei ihr zu Hause. Und naja, die Nacht nimmt ihren Lauf. Am nächsten Morgen wird's dann richtig spannend, als plötzlich Alice' Schwester und ihr Kind auf der Matte stehen. Sie treffen auf Baltimore, der da so rumsteht, als wäre es das Normalste der Welt, halbnackt in der Wohnung ihrer älteren Schwester rumzuhängen. Alice ist peinlich berührt und bittet ihn schnell, sich zu verpieseln, bevor die Sache noch seltsamer wird. Später treffen sie sich wieder und verbringen mehr Zeit miteinander. Mittlerweile ist die Bindung zwischen den beiden ziemlich eng geworden. Alice blüht regelrecht auf, die Arbeit läuft wie geschmiert und plötzlich verstehen sich auch die Kollegen besser mit ihr. Ihr Chef und alle anderen im Büro sind ganz aus dem Häuschen. Ihre Midlife-Crisis scheint sich in Luft aufgelöst zu haben. Danke, jugendliche Romanze. Dann kommt der Moment, in dem Alice ein neues Model für ein wichtiges Projekt finden soll. Sie hat bereits jemanden im Sinn, aber ihr Chef, der anscheinend das Herz eines Reality-TV-Produzenten hat, will lieber den Jungen, der das Model gerettet hat. Der Typ ist fixiert auf diesen heldenhaften Moment und beauftragt Alice, Baltimore ins Büro zu bringen. Alice lässt sich nicht zweimal bitten und verspricht Baltimore den großen Ruhm, falls er zustimmt. Und wer könnte bei so einem Angebot Nein sagen? Baltimore steht also am nächsten Tag im Büro, bereit für sein Fotoshooting und spielt sich charmant durch die Menge der Kollegen. Alle sind begeistert von ihm. Naja, fast alle. Einer der Kollegen kann es nicht lassen, einen fiesen Kommentar abzulassen. Weißt du, der einzige Grund, warum Alice hier noch ihren Job hat, bist du. Ihre neue Laune? Das alles nur wegen dir. Dieser kleine Seitenhieb trifft Baltimore mitten ins Herz. Er fängt an zu glauben, dass Alice ihn nur benutzt hat, um ihre Karriere wieder in Schwung zu bringen. Und auf einmal ist der glänzende Ritter ganz schön wütend, weil er denkt, er wäre nur ein Mittel zum Zweck.
Baltimore ist stinksauer und stellt Alice zur Rede, als hätte sie ihn gerade in einem schlechten Reality-TV-Plot hintergangen. Mit einem Blick, der töten könnte, knallt er ihr an den Kopf, dass sie ihn nur benutzt und mit seinen Gefühlen gespielt habe. Seine Worte sind so scharf, dass man damit einen Diamanten schneiden könnte. Alice steht da wie vom Blitz getroffen. Sie versucht verzweifelt, ihm zu erklären, dass ihre Gefühle echt sind, dass das alles kein Spiel für sie war. Aber Baltimore blockt ab, wie ein Teenager, der keine Lust auf Hausaufgaben hat. "Kontaktiere mich nie wieder", sagt er und rauscht ab, als wäre er der Star in einem übertriebenen Liebesdrama. Zurück bleibt Alice, mit einem gebrochenen Herzen, das sich anfühlt, als hätte jemand eine Bowlingkugel draufgeschmissen. Sie fällt zurück in ihr altes, einsames Leben, das jetzt noch grauer erscheint als zuvor. Die Monate ziehen vorbei, wie ein endloser, grauer Regentag. Und egal, wie sehr sie sich ablenkt, Baltimore geht ihr nicht aus dem Kopf. Es ist, als hätte er sich in ihren Gedanken festgekrallt wie Kaugummi an einer Schuhsohle. Schließlich beschließt Alice, dass sie so nicht weitermachen kann. Also fasst sie sich ein Herz, packt ihren Mut zusammen und geht zu Baltimores Uni. Ja, sie läuft tatsächlich in sein Klassenzimmer rein, wie in einer dieser überdramatischen Filmszenen, wo man fast erwartet, dass jemand im Hintergrund die Filmmusik anschmeißt. Sie bittet ihn um Vergebung, mitten im Unterricht, vor all seinen Kommilitonen. Baltimore ist total baff, doch dann passiert das Unvermeidliche. Sie kommen sich näher und vor den Augen seiner ganzen Klasse teilen sie einen Kuss, der so filmreif ist, dass die Zuschauer vor dem Bildschirm wahrscheinlich kurz den Atem anhalten. Der Film endet mit einem Happy End. Baltimore, Alice und ihr Kind, die zusammen in den Sonnenuntergang laufen, bereit für ein neues Kapitel ihres Lebens. Es ist fast schon zu kitschig, aber hey, nach all dem Drama haben sie sich das wohl verdient.